An was denkt man, wenn man Hicks hört? An Saufen. Schluck auf. Bier. Ein Bier. Haben Sie schon was von Hicks gehört? Nein, ich bin nicht von hier. Um ein Hicks geht's. Das Hicks-Teilchen. Richtig, genau. Ah, sagt dir doch was. Okay. Ja, das sagt mir was. Hicks-Gottesteilchen. War schon mal was, ja. Ist ganz kompliziert zu erklären. Ich könnte es jetzt nicht erklären. So schwierig, dass selbst Siri überfordert ist. Siri, was ist ein Hicks-Teilchen? Ich habe leider keine Informationen zu Hicks-Teilchen gefunden. Doch ganz so schwer kann es doch nicht sein. Deshalb geht's zu Gudrid Mordkat zum DESI nach Hamburg. Die Theoretikerin kennt die Antwort auf die Frage. Was ist das Higgs? Das Higgs ist eigentlich ein Feld, das mit anderen Teilchen, die wir haben, kommuniziert, sie sozusagen festhält und ihnen dadurch Masse gibt. Die schöne Theorie des Standardmodells von damals hatte nämlich ein Problem. Sie funktioniert nur, wenn die Teilchen alle keine Masse besitzen. Wir haben also Kraftteilchen und wir haben Masseteilchen und die kommunizieren. Aber in der Theorie gab es keine Masse. Wir können nicht sagen, warum ein Teilchen so und so schwer ist. Warum es eine Masse hat. Diesen Effekt konnten wir nicht erklären. Es musste also etwas her, was die Teilchen dick und schwer macht. Und da ist vor 50 Jahren den Physikern Higgs, Broughton und Glare die Idee von einem Feld gekommen. Und dieses Feld, das ist das Higgs-Feld, das kommuniziert mit allen diesen anderen Teilnehmern im Teilchenzoo sozusagen und zupft sie mehr oder weniger am Rockzipfel und gibt ihnen so eine Masse. Und das ist das Higgs-Feld. Und das etabliert sich selber auch als ein Teilchen, das ist das Higgs-Teilchen. Und wenn Sie nun immer noch vor einem großen Rätsel stehen und Ihnen noch kein Licht aufgegangen ist, jetzt bitte noch einmal genau zuhören. Stellen Sie sich vor, Sie haben da sowas wie Sirup, gefüllt mit Sirup, aber Sie sehen den nicht. Und jetzt schlüpft da so ein Elektron oder Sie selber hüpfen da so lang und Sie bleiben kleben. Und je fester Sie kleben bleiben, umso schwerer kommen Sie sich vor, umso träger sind Sie und kommen nicht durch. Und das ist eben so ein massiver Effekt, der wird verursacht von so einem unsichtbaren Sirup sozusagen. Und das ist das Higgs-Feld. Doch um zu beweisen, dass es so ist und dass Higgs tatsächlich existiert, gibt es ein Problem. Wenn das immer so fröhlich frei herumleben würde, dann hätten wir es ja schon gefunden. Das zerfällt wieder. Und wir können es nur an Zerfallsprodukten in unseren großen Detektoren finden. Ab 2008 wurde dazu der LHC, der größte Teilchenbeschleuniger der Welt, am CERN bei Genf in Betrieb genommen. In der Hoffnung, hohe Energien zu erzeugen, um damit dieses Higgs zu erreichen. Doch. Da es mit jedem kommuniziert und jedem seine Masse gibt, kann es in viele verschiedene Kanäle zerfallen. Und um wirklich sicher zu sein, dass es wirklich dieses Higgs-Teilchen ist, brauchen wir eine hohe Anzahl von Kollisionen, die immer wieder auf denselben Verdächtigen hindeuten. Und deswegen hat das gedauert. Und zwar bis zum 4. Juli 2012, als CERN die Entdeckung eines neuen Teilchens verkündete. We have a discovery. We have discovered a new particle. Congratulations to everybody involved in this tremendous achievement. Und dann ist der Jubel natürlich losgegangen. Nach 50 Jahren, nach so einer abstrusen Idee, neue Idee, und dann findet man ein Teilchen, das mit dieser Idee übereinstimmt. Das ist einfach genial. So genial, dass den Entwicklern des Teilchens, Peter Higgs und François Englert, 2013 der Nobelpreis für Physik verliehen wurde. And Professor Peter Higgs at University of Edinburgh, United Kingdom, for the theoretical discovery of a mechanism that contributes...